What's poppin', Party People? Ich bin super aufgeregt. Ich werde gleich mit euch was sehr, sehr Cooles machen. Und zwar haben so viele Leute gefragt nach der Wohnungstour, ob ich euch ein bisschen beim Einrichten mitnehmen kann. Und heute werde ich mit euch eine Angst angehen. Es ist die Angst vom weißen Blatt Papier. Ich habe das in dieser Wohnung ganz doll. Diese Wohnung ist riesengroß und perfekt und weiß und frisch gestrichen und leer. Und ich habe Angst, die einzelnen Areale anzupacken. Und dann habe ich gedacht, ich muss die Dinge einfach anpacken. Das, was wir heute machen oder was ich heute mache und ihr seid dabei, ist eine Bilderwand. Habe ich Anxiety in mir drin, dass ich mit dem falschen Bild anfange, dass das nicht gut angeordnet ist und ich 200 Nägel in der Wand habe, die an der falschen Stelle sind? Vielleicht. Bin ich neurotisch? Vielleicht. Machen wir das trotzdem? Vielleicht. Ja, machen wir. Hier ist die Küche, ne? Das habt ihr im Video gesehen. Und gegenüber von der Küche ist eine riesengroße weiße Wand. Man kommt hier rein und man hat so ein Airbnb-Gefühl. Aber sind wir ganz ehrlich, es liegt auch ein bisschen daran, dass es einfach leer ist, weil Airbnb-Wohnungen einfach clean sind. Ich liebe Hotelzimmer, ich liebe Airbnb-Wohnungen, aber ja, so ein bisschen Gemütlichkeit und Identität brauche ich dann doch, sonst wäre das halt irgendwie nicht meine Wohnung. Ja, ich möchte aber hauptsächlich mit Elementen arbeiten, die nicht im Weg stehen. Und das erreicht man am besten mit Dingen, die an der Wand hängen. Wir machen das, wir klatschen diese gesamte Wand voll mit Bildern. Anders als in der alten Wohnung, nicht mit komplett gleichen Stilen und alles derselbe Rahmen, sondern richtig random durcheinander. Ja, und ich weiß nicht, wie das am Ende aussieht. Wir denken hier gar nicht nach. Das hat schon immer manchmal funktioniert. Das irgendwie schönste Bild, jetzt nicht von der Bedeutung her, sondern einfach vom Feeling, vom Flair, vom Style her, was wir besitzen, ist dieses Ding. Das ist ein Spiegelbild, das haben wir mal für 8 Euro hier in Spandau in so einem Secondhand-Geschäft oder sowas gefunden. Ich finde es übelst geil und das hing normalerweise mal einzeln, aber ich will das in die Mitte. Ich will, dass das das Herzstück ist. Ich hau da jetzt einfach einen Nagel rein. Wir machen jetzt so. Ene, mene, mu und raus bist du. Ah! Tada! Okay, ich werde jetzt kein weiteres System überlegen. Das Einzige, worauf ich achten werde, ist, dass es Abwechslung gibt in den Rahmenfarben und in den Größen. Als nächstes kommt dieses Bild. Das habe ich bei IKEA gekauft, beziehungsweise 2 davon. Und ich fand es sehr schön und es war sehr billig. Tada! Ey, als ich das in der alten Wohnung gemacht habe mit Kevin, ne, wir haben bestimmt 3 Stunden lang die Abstände von den Bildern gemessen und angezeichnet. Das hier ist schon um einiges schneller. Boah, geil! Ich sollte in die Baubranche gehen. So, als nächstes kommt Tupac Shakur. Also, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, was ich mir hier für ein System überlege. Wie ihr merkt, das System ist auf jeden Fall nicht besonders ausgeklügelt. Aber ich will natürlich nicht, dass es total scheiße aussieht, aber ich will schon, dass es ein bisschen random aussieht. Meine erste Idee war, wenigstens eine Kante hier so zu lassen. Aber ich glaube, ich will das ganz aufbrechen. Ich glaube, das soll verrückt und wild sein. So wie ich. Deswegen glaube ich, breche ich das jetzt mal auf und mache das jetzt einfach ein Stück weiter unten. Risiko. Wir sind heute einfach risikofreudig, Leute. Ist das cool? Das ist viel näher dran als die anderen, ne? Scheiße. Egal. Nein, ich lasse das jetzt so. Als nächstes kommt ein Bild von meinem Papa. Da ist er, seht ihr? Tada! Ist das cool? Ja, weiß ich auch nicht. Kann man erstmal machen. Vielleicht hier? Ja, so machen wir das. Ich bin gut im Entscheidungsfällen neuerdings, oder? Das ist so cool. Wir machen weiter mit dem hier. Das ist ein Bild von Kevin. Da ist irgendwas von Black Sabbath drauf. Nice! Mega! Das ist so cool! Boah, ich sag's euch, Leute, das landet auf Pinterest.
Also ich habe das Gefühl, damit die Wand so richtig voll wirkt, könnte man da jetzt noch so was richtig Großes hinmachen. Das wäre schon fett, oder? Ich denke, das könnte es werden. Meint ihr nicht? Ist jetzt blöd, dass ihr mir nicht antworten könnt und dass auch irgendwie mein Jumpsuit in meinem Arsch steckt. So, das nächste Bild, was an die Wand kommt, da habe ich sogar mal ein YouTube-Video zu gemacht. Vielleicht finde ich das, da habe ich über Weihnachtsgeschenke geredet. Das sind die Sterne, wie sie gestanden haben, als Kevin und ich uns das erste Mal kennengelernt haben und uns Hallo gesagt haben. Es tut mir leid für ganz viel Arschfristhose, aber das kann ich jetzt heute irgendwie nicht ändern. Oh Gott. Oh mein Gott. So, ist das jetzt der richtige Abstand? Ich kann das ja gar nicht richtig sehen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Rätselraten hier, ne? Boah, das ist jetzt schon eine Risikomarkierung. Da muss ich euch aber sagen. Ich sag euch, dafür brauchen wir zwei Löcher. Eins zum Testen und eins zum Weiterraten. Aber bisher hat das ganz gut geklappt, ne? Ich weiß, dass da jetzt wieder Leute was in den Kommentaren sagen, wie das ist ja voll hippie-mäßig hier. Das könnte ich nicht. Aber ich eigentlich auch nicht. Wie wir sehen, es klappt ja auch so. Ohne irgendwelche Linealaktionen. Was lernen wir daraus? Man sollte sich nicht immer so schwer im Leben machen. Nein. 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 Ah, ich hab's. Nein, doch nicht. Das macht keinen Spaß mehr. Oh, ich glaube, der Nagel ist nicht weit genug. So. Und auf ein neues. Hm. Das ist ja furchtbar positioniert, oder? Bisschen tiefer und viel mehr links. Yes! Yes! Das ist perfekt, oder? Ich habe auch noch sowas hier. Natürlich nicht echt. Das ist aus Gips. Cool? Das ist mega cool! Oh mein Gott, das wird so großartig! Okay, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Eventuell, ich habe hier noch so, die sind leider super doll kaputt. Ist jetzt vielleicht kein veganer Move, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das sind so Schmetterlinge, also es sind wirklich echte Schmetterlinge. Und auf jeden Fall ist es aus meinem Elternhaus. Die hingen schon an der Wand, als ich auf die Welt kam. Ich fand das so toll als Kind. Und deswegen habe ich die mitgenommen, weil niemand wollte die mehr haben. Vielleicht würden die hier ganz cool hinfassen. Aber ich finde fast, es wäre ein bisschen Verschwendung, die so weit unten hinzuhängen. Zum Beispiel könnten wir hier... Oh, geil! So eine Nummer drauf machen. Jimi Hendrix kommt hier jetzt einfach so hin. Und dann haben wir das direkt abgeschlossen zu dieser Lampe und dann, ja, ich fühl's. Oh. Nein, Gabel. Ich muss euch sagen, ne, mich erfüllt das so tief, das gerade zu tun, weil ich es so sehr liebe, etwas Neues, Kreatives auszuprobieren, was ich auch noch hinbekomme, was klappt, was mega cool ist und auch noch so ist, wie man sich das vorgenommen hat, was man noch nie vorher so gemacht hat. Das ist einfach... Boah, das befriedigt mich auf einer sehr tiefen Ebene. Oh, das ist aber schon sehr nah an dem anderen Bild, ne? Das gefällt mir gar nicht. Ja, egal. Ja, das war wohl ein bisschen zu tief und ein bisschen zu sehr weit links. Schade. Ach, wobei, das geht klar. Vielleicht quer? Oh, guck mal, das ist doch ganz cool. Da habe ich Geschenkpapier eingerahmt. Aua. So, was sagt euer Auge? Sieht scheiße aus, ja. Das ist jetzt irgendwie zu viel quer, ne? Aber meint ihr nicht, das geht unter am Ende? Ja, oder? Wir lassen das jetzt so, das passt so. So, und dann vielleicht so. Das ist super! So? Naja. Und das ist jetzt wirklich die Lösung der Creme de la Creme. Ich weiß ja auch nicht, aber... Passt schon.
Macht schon. Wir machen das. Das muss nicht perfekt sein. Das muss nur großartig sein. Da sind jetzt sehr viele kleine Bilder. Das müssen wir ein bisschen ausgleichen, weil hier ist jetzt alles nur super groß. Was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Das wäre auch richtig cool hier. Ne? Das kommt jetzt einfach dahin. Entschieden. Man darf nicht zu viel nachdenken. Man muss der Intuition folgen. Ist das geil? Ja. Gott, das wird so großartig, Leute. Das wird die schönste Wand, die ich je dekoriert habe. Ich glaube, das ist cool. Guck mal, das ist doch auch cool. Ist das richtig? Ja, Mann, es hängt. Alter, sieht das jetzt wenigstens gut aus? Geht so, aber das passt. Wir nehmen das so. Als nächstes bräuchten wir hier irgendwie was. Und ich glaube, weil hier dieses große Bild ist, kann man da auf jeden Fall nochmal einen goldenen Rahmen nehmen. Da können wir auch mal mutig sein, da können wir auch mal wild sein, da können wir auch mal so richtig die Sau rauslassen an der Stelle. Aua. Und, wie findest du es bisher? Gut. Ja, irgendwas, wo du sagst, das ist unausgeglichen oder... Dass es da jetzt doch links über die Lampe hinausgeht. Ach so, ich habe gedacht, wir machen einfach alles. Ach so, machst du rechts dann auch über die Lampe. Ja, ja, also das, ja, das, ja, gut. Sieht gut aus. Ja? Ja. Okay. Das hat übrigens eine Zuschauerin von mir gezeichnet. Cool, oder? Es wird auch langsam dunkel, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst seht ihr gleich nichts mehr. Geht so, ne? Nicht so geil. Nee, nein. Guck mal, das ist doch besser hier unten. Wäre aber auch hier richtig nice. So. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber das ist eher ein Bild für oben. Ihr habt da schon recht. Das vielleicht? Das ist gar nicht so schlecht. Und noch ein weiteres Loch. Ist aber eigentlich zu nah dran. Oh Gott, ich kann doch nicht noch ein weiteres Loch da dran machen. Gut, dass Kevin das nicht mitkriegt, ey. 4 Löcher für ein Bild. Läuft. Okay, ich muss meine innere Künstlerin channeln. Ich fühl's einfach nicht. Ich fühle nicht, was das Richtige ist. Immer diese ganzen Entscheidungen. Kelly, Michelle und Beyoncé haben die Ecke auf jeden Fall aufgepimpt. Was sagt ihr? Oh, oder warte mal, wir haben ja auch immer noch die Schmetterlinge. Die sind so besonders für mich, dass ich die gar nicht aufhängen will. Also wisst ihr, ich habe Angst, mich zu entscheiden, nicht die perfekte Stelle dafür zu haben. Und das überwinden wir, denn wir gehen, denn wir sind wild. Ich schwöre, Airbnb vermieten für 1 Million Euro. Nur wegen der Bilderwand. Was kommt jetzt? Weil wir haben ja jetzt nicht genug Bilder für die gesamte Wand. Das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Kacklücken sind, das wollen wir ja auch nicht. Das kann man machen. Studieren geht über probieren. Wisst ihr, das Gute ist, ich finde gar nicht alle Bilder mehr so cool und einzeln an der Wand haben die mich irgendwie übelst genervt. Also, keine Ahnung, ist das schon irgendwie, also Fear and Loathing in Las Vegas ist Kult und ich fand das Bild auch cool, aber irgendwie habe ich mich dann irgendwann daran satt gesehen. Aber jetzt so bei so einer Bilderwand, finde ich, da ist es nicht so wichtig, welchen Style jetzt so unbedingt das einzelne Bild hat, weil irgendwie die Gesamtheit ausmacht, was es ist. Versteht ihr, wie ich meine? So, so Leute, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr das Outro gemacht, weil ich war so am Schwitzen, ich war so genervt und die Sonne ist untergegangen. Das heißt, es war dunkel und ich habe gedacht, ich zeige euch heute die Bilderwand nochmal bei Licht. Ich habe gestern einfach noch 2 riesengroße Bilder gefunden, beziehungsweise Kevin, die man hier richtig gut hätte einbauen können. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das ergänze, aber ich bin... Wieso schreie ich eigentlich so? Ich habe ja ein Mikrofon hier. Entschuldigung, ich wollte euch nicht anschreien. Mal schauen, ob ich die noch irgendwo mit dran klatsche. Ob ich die ganze Wand vor... Was meint ihr? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, soll das so bleiben oder soll die ganze Wand voll werden, so abgeschlossen? So, und ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt. Das war sehr, sehr cool. Es hat sehr doll Spaß gemacht und ich habe große Lust, mit euch noch ein bisschen weiter hier umzudekorieren. Es war auf jeden Fall ein cooles Learning. Tschüss! Tschüss! Ihr seid süß und klein. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Macht's gut!